toll. Baum fällt. Oh, das ist doch. Du machst das schon, Petty. Du machst das doch gut. Auch. Eben noch großes Fragezeichen mache ich dahin. Ja, muss ich echt mal einbinden. Sowas. Wo soll ich denn sonst noch Kisten hinpacken? Ich hab keine Ahnung. So. Ihr kriegt da oben Zombie-Besuch, ne? Sag mal, vielleicht du hast immer noch nicht die Tür zugemacht. Ah, jetzt ist doch schön Wetter draußen. Du hast ich muss mal kurz den Tipp ausprobieren, den AI, dicke Biene. You got a zombie in there. Ja? Ihr macht das. Ah, Mensch! Ich benutze jetzt den Sledgehammer, den du mir gegeben hast, ja? Ja. Werde ihn an einem Zombie testen. Haben ja einige gesagt, also, dass du das mal probieren sollst. Auf die Nuss. Wir achten natürlich auf eure Kommis, ja? Das ist so, wenn ihr uns zweimal oder 300 Mal schreibt, dass wir so und so Bäume fällen können, dann ist das natürlich, wir kennen das ja nicht, ne? Voraussehen. Wir haben den schon aufgenommen, lange. Also ich kann das voraussehen. Du kannst im Nachhinein die Folgen ändern? Das ist sehr interessant. Ja. Wie machst du das? Bist du Gott? Ja. Sag mal, du hast meine Stützen geklaut? Da ist schon wieder dieser Hund. Boah. Also will jetzt, mir nicht so ganz gefallen. Also jetzt ist Polen offen, wisst ihr das? Ich guck mir das gleich mal an, was ihr da drinnen macht. Nee, lass mal. Lass das mal besser. Also. Unglaublich. Ich hab das doch verschlossen. Holzer. So. Hossa? Ja. Nee, Holzer. Hossa, weil muss ja. Und so. Wer hat noch Age of Empires 1 gespielt? Was? Boah, ich weiß es gar nicht. Don't know. Wenn du da 1800 den, war das, oder? Ich weiß es nicht. Wenn du da den Leuten, genau. Wenn du da den Einwohnern den Befehl gegeben hast, Holz zu fällen, haben die gesagt, Holzer. Alter. Okay, oh. Okay. Nimm mal Stone. Oder mal gucken, ob gleich einer. Red Lady, ich bitte Sie, einmal den jetzt zu verlassen, den Raum. Ach, Platz mehr. Sag mal, hier ist ja auch offen. Nein. Ey, jetzt guckt mal, es ist ich ja war alles das offen. Nicht. Ich war das nicht. Nein, nein. Heute ist doch Tag der offenen Tür, oder? Oh Gott. Was Tag für was denn? Bei wem denn? Bei uns. Wie sag bei mal, euch? Sag mal einer von euch Bang. Bang. Danke. Braucht ich für die Aufnahme. Ich hab ja den Vorschlaghammer auf die Nuss gehauen. Hier sind überall Löcher. Jungs. Ja, mach zu. Die haben Wichtigeres zu tun. Wer hat einen Keller gegraben? Wenigstens einer, der was macht hier. Wer hat denn das Loch hier gemacht? Ja, aber... Es ist ja unfassbar. Ein Loch ist im Eimer, liebe Jorle. Ein Loch ist im Eimer. Jetzt kommst du da nicht mehr raus, doch. Alter, was ist denn hier los? So, also wir haben jetzt diesen Punkt. Wir haben jetzt übrigens diesen Punkt beim Let's Play erreicht, bei der heutigen Aufnahme. Nimm doch nicht immer Stein, verdammte Axt. Also wir haben übrigens jetzt den Punkt erreicht, an dem wir uns nicht mehr zuhören. Wisst ihr das? Doch, ich höre Petri. Ja, wir sollten vielleicht gleich auch nochmal... Ja, ich höre ihm auch zu. Echt, dann geht's nur mir so? Ja, wir hören dir nicht zu. So wird die Schuh drücken. Okay. Jolle, was hast du gerade gesagt? Was? Richtig, du hast es kapiert. Wir hören uns ja eigentlich zu, aber wir tun immer nur so. Ja, aber das... Pst. Nein, ihr könnt ja gern mitbauen. Ja. Oder habt ihr andere Probleme in dieser sehr feindlichen Spielwelt? Mhm. Ja, dann ist ja gut. Guck mal, Patrick ist ein Magier. Guck mal, Jorle. Oh nein, jetzt habt ihr hier schon wieder... Oh. Er ist Magier, er kann auf der Stelle schweben. Ich habe noch 20 von diesen Pole-Segments, die richtig guten. Ja, super. Patrick, warum schwebst du? Alter! Ja. Mir ist das höher? Klar, was ist das höher als das andere? Ja. Fuck!
Och, das ist doch blöd. Och, Pötti, du kriegst das schon irgendwie hin. Das sieht irgendwie total kurios aus. Nein! Wie heißt das, was du da baust, sag mal? Oh Mann, ey, helf mir doch mal, anstatt zu lachen. Wenn ich bloß wüsste, wie ich dir helfen kann. Oh Mann. Oh, herrlich einfach. Nach der Folge guckt hier bestimmt keiner mehr zu. Eine Blaupause wäre nicht schlecht. Bei mir haben sie schon geschrieben, dass das Verpeilte von uns eigentlich voll lustig ist. Hör, wer sind wir? Verpeilt seid ihr doch. Was? You bitches. Oh. Sag mal, wie viele Säulen willst du hier? Oh Mann, ich hab keine Lust mehr. Mann. Alles klar. Wolltest du nicht eine Armbrust bauen? Was du nicht noch alles heute machen wolltest? Nein, ist viel zu einfach. Viel zu einfach. Armbrust kann ja jeder. Hat jemand einen zweiten Bildschirm und kann Google öffnen? Ja. Ja, mach mal. Sag mal Dusty Bescheid, der soll mal nach... Dusty, in Armbrust. Armbrust, wie geht eine Armbrust? Gib mir 2 Minuten. Oh. Okay. Habt ihr jetzt nur den Hirsch eigentlich? Ach ja, und ich hab was Tolles für euch. Oh, ich muss was essen. Ja, warte mal, hier, ich hab was ganz... Ich wollte es dir gerade... Guck mal, komm zu mir, hier. Da. Brot, ich hab Brot gemacht. Du hast Brot gebacken. Ja. Auch den Schock trinke ich mir erstmal ein. Du sollst das Brot essen, Mann. Das sieht aus wie Pizza, Cornbread. Oh. Sag mal, Flaggy, wo bist du? Würde ich dir auch mal dein Korn geben? Ich hab nur 2 Ach, Flaggy, Brot. Ich hab Paddy verstanden. Ich wollte das Brot ist aber nicht sehr sättig. Flaggy. Was willst denn du ja, von mir? Ja, ich habe... Was? Oh, habe 2 nix. Brote gebacken und ihr kriegt beide das. Die Brote? Hier. Ach wirklich, meine Frames gehen draußen mal richtig runter. Komisch. Ich hab zu viel Krempel, ich weiß nicht mehr wohin damit, das ist unglaublich. Ich hab oben Kisten gesetzt. Ja, aber warte mal, die sind sowieso schon... Ich weiß nicht, wo ich da noch welche hinsetzen soll. Es unglaublich, draußen 20 Frames, hier 60, also... Ich hab aber nur so. Ein Brot gekriegt. Ja, es ist ja, ich hab doch nur 2 Brote gemacht. Patty hat eins gekriegt. Das geht so nicht. Eine Armbrust macht man, indem man... Moment. Ja. Also, oben, ganz rechts... Warte mal, ja, ich kann es ja gerade nicht oder? Basteln. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, du brauchst Kakteen. Kakteen. Wir müssen in die Wüste. Frag mich jetzt nicht warum, aber das funktioniert ja alles nicht. Und morgen mal in die Wüste, wollen wir wieder einen Ausflug Projekt machen? Ist jetzt hier erstmal abgeschlossen, da, echt? Ne? Das ist das Geländer hier, das ist erstmal so. Gut. Was ist das? Das funktioniert alles nicht, das fällt ja alles runter die ganze Zeit. Ihr hört mir wirklich nicht zu, ne? Wusstest. Doch, wir müssen in die Wüste. Ja, wollen wir morgen. Das morgen machen? Ja, das machen wir morgen. Dann, habt ihr noch also was? Wenigstens eine... Au. Ja, natürlich. wenigstens eine Armbrust bauen. Komm, wir gehen noch mal kurz in die Mine. Ich guck mal, was die Jolle da gemacht hat. Ich hab da... Das ist mir übrigens so ein bisschen hier, da stößt man sich an den Kopf. Das darf ich hier deinen Müll entsorgen, ja, mit den Steinen? Ja. Ja, also die Viecher, die kommen, die haben 3 Löcher jetzt in der Nacht geschlagen, ne? 3 Löcher? Ja, die haben sich reingebohrt, halt. Okay. In 3 verschiedenen Richtungen. Wir müssen jetzt diese Nacht wirklich mal ein bisschen mehr aufpassen. Danke für Ja, den. Wir müssen da mal ein bisschen sichern auf jeden Fall. Ach so, ja. Jetzt habe ich mein ganzes Holz für diese blöden Dinger verbraucht. Das war ja blöd. Hat auch einer Holz? Ja, nee. Weil dann baue ich da die Treppen weiter noch kurz. Ich glaube, wenn das so weitergeht, haben wir das Ding... Warte mal, Holz brauchst du? Mhm. Welch, Rohholz oder Woodplanks? Egal. Hau mir alles raus. Da hast du. Wie viel ist das? Und hier hast du nochmal welches. Oh. Die kannst du zu Woodplanks machen. Super. So, das müsste erstmal reichen, oder? Das reicht erstmal, ja. Vielen Dank. Ach, jetzt sind... brauchtest du gerade dieses Holz? Ich nicht, ja, aber jetzt nicht mehr. Fetti, hier ist das Holz. Warte, hinter dir. Ja. Out! Was habt ihr denn da? We have a spider in here. Yeah. Es ist tot, Jim. Jim. Ja. So, ich guck mal, was ihr hier baut. Die sind also schon wieder hier irgendwo drinne.
Ach ja, ist ja auch logisch, wenn hier das Fenster offen ist. Ach, da hat die Jorle aber nicht gut gebohrt hier. Was? Oh, schon wieder kein Treibstoff. Kein Sprit mehr. Oh, cool, die kann man jetzt auch so schräg. Ach, ich dachte, du wärst ein Zombie. Nein, bitte nicht. Ich baue mal hier dein. Darf ich mich an deinem Gerüst versuchen? Ja, natürlich. Ich freue mich, wenn aber das einer. Es schwebt so wieder voll. Da fehlt so ein Segment. Ein Segment? Das ist, genau. Ich habe nämlich hier noch so ein paar Dinger gebaut. Warte mal. So. Oh, ich höre überall Zombies hier, ne? Wer möchte noch eine Fire Axe? Wer möchte... Ich könnte eine Gardening Home basteln. Was macht man mit einer Fire Axe? Holz abbauen. Feuer bekämpfen natürlich. Ganz gut damit. Oh, ich habe kein Holz. Hat irgendwer... Ach doch, ich habe Holz hier. Wieso werfe ich immer... Ich habe doch hier Sticks. Oh Mann. Tut mir leid. Sticks and stones may break your bones. Scheiße. Mann. Das wird mit Wasser so nicht funktionieren. Wir müssen... Shit. Ich brauche so einen Eimer. Kann ich einen Eimer basteln? So. Tja, das sieht gut aus. Patty, wenn du Eisen gefunden hast, sag mal sofort Bescheid. Eisen? Nee, das ist Kohle. Nö. Und Dreck. Nee. Die wollen hier schon wieder durch, ja, die. Mann, ich fall dir dauernd runter. Bitte, ich komme mal zu dir. Na, mach das. Ich habe eine schöne Treppe gebaut. Ist doch Eisen. Ich überlege ja nicht. Achso. Ich überlege, ob ich denn hier nicht das mit Holz vielleicht ausgleichen soll. Ich habe gerade dreimal Eisen aus einem, ja, das war eine sehr ergiebige Eisenquelle. Okay, ich nenne das jetzt mal nicht buggy, aber gut. Oh. Tja, Moment, Moment. Wie komme ich mir hier vor wie das Mädchen für alles? Ich bin überall, aber irgendwo... Das stimmt doch gar nicht. Ja. Flaggy ist das Mädchen für alles. No. Oh. Wir hatten jetzt hier schon wieder so einen blöden Übergang gebaut. Ich weiß nicht. Na gut, das sieht hoffentlich keiner von euch. Oh. Habe ich das jetzt laut gedacht? Ja, irgendwie schon. Ja, macht nichts. Ich hoffe, es kommt keiner. Oh, da ist die Jolle. Mist. Wenn die das sieht, dann bin ich tot. Ich hau mal ab. Ich bin ja schon da. Ich bin schon die ganze Zeit da. Sag mal, wie war denn der Eimer? Boah, das ist ja mal Arbeiten hier. Mann, 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 ist das ein Dreck das und ist das eine harte Flavor? Arbeit. Guck mal, hier ist bestimmt ganz viel Eisen. Guck doch einfach mal vorbei. Hier ist nämlich hier wirklich richtig geschuftet. Ich bin doch da. Ich kann langsam nachvollziehen, was du meinst, Patrick. Inwiefern? Mit diesen Stelzen hier, das ist alles so ein bisschen... Ja, das ist schwer, ne? Ich dachte auch, ich wäre erst zu blöd dafür. Für den Archibald. Ich habe übrigens gar nicht mehr so viel Munition, wenn jetzt gleich noch ein paar Zombies hier reinkommen. Ich weiß aber, woran es liegt. Ich guck habe mal. Eine Lösung. Okay. Bin ich ja gespannt. Also sie sind jetzt vorne am Eingang. Die Lösung besteht darin, Patrick, deine ganze Konstruktion abzureißen. Das ist eine tolle Lösung. Sehr brachial, aber okay. So, Jolli, hier liegt noch ein bisschen Eisen. Oh, jetzt muss ich wieder runterkommen zu dir. Überhaupt, hier kommt noch ganz viel Eisen. Bin da. Ja, wer noch? Von den Dinos, kennt das noch? Ja, boah. Es ist Lead Aura. Allein. Ich will nicht Lead Aura. Ich will doch, hier ist doch Eisen. Lead Aura, das ist Lead Aura. Was ist denn das? Dieses etwas kleinere... Was ist denn Lead-Dings da? Nee, ist auch Lead Aura. Das ist Blei. Singt doch einer von euch mal ein Lied. Aha. Meine Damen und Herren, das Niveau sinkt. Ja, wie wir das auch gleichzeitig sagen, ja. Ja, wir ergänzen uns einfach perfekt. Das muss der Mr. Fleck noch lernen. Ach Quatsch, Flecki ist schon... Blind dran. Einfach ergänzen. Au. Das ist deine Baumeisterfolge? Das haben die Leute ja noch gar nicht gesehen. Ich wollte aber eigentlich ja tatsächlich das noch ein bisschen breiter hier mal wieder machen. Mach mal. Was denn?
Der Blackie erkennt schon, worauf ich hinaus wollte. Ich randaliere hier oben noch ein bisschen. Achso. Guck, der kennt das gar nicht, der. Was heißt? Geh mal weg. Ja, ja, Meister. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Mist. Nee, nee. Hey Gott. Jolle. Ja. Sag mal, Leute, die hart schuften, die müssen... Dass du so viel Essen brauchst. Das kann nicht sein. Das ist... keine Ahnung. Patrick ist kaputt. Ja, hast du noch was ganz Kleines? Hast du noch was ganz Kleines? Oh, Butsch. Oh, Butschi, Butschi, Butschi. Ja. Danke. Wo hab ich das gerade hingelegt? Da. So. Oh, guck mal, das ist wieder der Paddy Smile. Der was? Hallo. Das ist so ein Server-Hopper hier. Ach so, ja, bei uns auf dem TS, da gibt es einen, der heißt Paddy Smile. Wir wundern uns die ganze Zeit. Seit Tagen lungert er immer mal hier rum und dann haut er wieder ab. Und dann kommt er 10 Minuten wieder und wir wissen eigentlich nicht, was er hier eigentlich macht. Und wer ist? Vielleicht. Ich glaub's auch. Paddy Smile. Lieber Paddy Smile, wenn du dieses Video sehen solltest, sag uns doch mal bitte, was du eigentlich, warum du immer joinst und gehst. Und so. Das wäre sehr hilfreich, das ist ein Mysterium. Ich meine, du darfst ja auf unseren Server, das ist ja frei zur Verfügung. Aber wir wundern uns halt nur. Ne? Ja. Wir haben das nämlich immer im Blick. Haben wir das? Nö. Vor allem die Jorle mit ihrem Argusauge. Ha, jetzt bohr mich nicht durch. Das hat der Flecki vorhin schon. Wo bist du denn? Oder bist du das Fleck? Bohrst du? Ich baue hier oben. Nein, das bin ich. Naja, du siehst doch, wie ich hier die ganze Zeit bei dir hinterher ja. Räume, ja? Ich krieg keine 5 Euro im Monat. Nee. Nee. So wie der Dustin. Ach, der Dustin, der kriegt einen feuchten Handschlag. Er kriegt da jetzt 5 Euro und 3 Cent. 5 Euro und 3 Cent sind das schon? Mhm, wir haben... Oh, guck mal hier. Wegen Inflation und so mäßig haben wir gesagt. Ach so. Ja. Da ist... Wieso das Eisen sollst du mitnehmen? Da das Eisen unter dir. Ja, was nimmst du doch mit? Ich bohr doch nur. Muss ich ja auch noch Hand anlegen. Natürlich. Selbst ist die Frau. Da hat 7 Uhr noch was. Lass uns mal aufbrechen in die Wüste. Oh ja, oh ja, oh ja. Nur noch den Block hier. Nimm deinen Bohrer mit. Eventuell übernachten. Wir dort. Was, in der Wüste? Ja. Seid's verrückt? Wollt ihr nicht? Wir können auch erst... Doch, doch, klar. Tag. Doch, in die Wüste. Wir müssen essen und Wüsten, Luft schnappen und so. Wasser vor allen Dingen. Dann kriegen wir die Glasjar und so raus. Ich habe eine Plattform gebaut. Ich bin ein Mann. Pack mal alles in die Kissen. Ich habe hier... Ja, ich pack gerade alles im ersten Stock bei der, nee, bei der unten da, wo wir bauen. Ja, da habe ich auch... Ich weiß, ich packe jetzt erstmal alles rein, was ich nicht brauche. Ich weiß gar nicht, wohin damit überhaupt. So, jetzt gucke ich erstmal, was der Mr. Fleck... Ey! Respekt! Das läuft ja bei dir. Das Problem mit diesen doofen Holzdingern ist, jedes Mal, wenn du kannst ja halt in einen Block nur eine, ja, ein etwas reintun. Ja. Da blockiert sich das immer gegenseitig. Okay. Bisschen stressig. Also haut erstmal all euer Zeug hier rein und dann... Ja, wie gesagt, ich habe es unten schon hingehauen. Los. Wobei ich kann hier noch eine... Hat das jetzt einen Sinn hier? Nee, so? Hau einfach erstmal rein. Oh gut, ich dachte schon, ich krieg wieder einen Schlag im Nacken. Nee, das kriegst du dann nachher, wenn wir wieder zurück sind. Ach, hier ist Wasser, dann tue ich da mal keine Treppe rein. Das passt thematisch nicht ganz. Ach, hier, komm, pack's da rein, so. Hunting Knife, ja. Ach, ich habe übrigens auch noch hier Close Fragments. Was für Dinger? Sticks. Ach so. Pumpe, Shotgun brauche ich doch gar nicht hier. Mein Gott. Bücher, wer nimmt denn Bücher mit? Und so, direkt auf geht's. Mal seid ihr soweit? Ja. Ja, dann. Auf. Ich nicht, aber ich komm mit. Wo seid ihr? Ja. Da seid ihr. Ja. Gibt auch Schaufeln. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Hat jemand Sticks mitgenommen? Stickies, Sticks? Ach so, nee. Nee. Ich hab jetzt meine runtergelassen. Moment. Aber Holz habe ich genug. Ich hol meine wieder. Ja, Holz, dann ist alles gut. Oder holt ihr einfach Sticks? Nein, ich hol meines. Nein, nein. Holz nein. Und Close habe ich. Ihr könnt natürlich gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr hier so von haltet, was wir hier gebaut haben. Nö. Und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen, dann vielleicht setzen wir das ja um, weil wir haben ja teilweise, außer die Jorne, nur sehr beschränkte Ideen, weil wir ja Männer sind. Ne? Quatsch, ihr habt doch auch voll und die Fantasy. Fantasy-Ideen, ja, aber die sind nicht umsetzbar, das ist das Problem. Wir wollten uns eben, also
Mr. Fleck und ich, wir wollten uns eben ja ein Lichtschwert bauen, aber dann haben wir gemerkt, Licht ist ja unendlich lang, das wird kacke aussehen. Dann haben wir das doch nicht gemacht. Also so weit sind wir dann auch nicht mit unseren Süden. Mr. Direkt Fleck. In Süden. Boah, die Frames. Nein. Doch. Sollen wir nicht mal auf Jorle warten? Ich komm schon. Die Frau da hinten. Ich komme. Penis. Ja. Nein, wir dürfen, wir müssen das ignorieren. So, dass die Leute denken, was? Das ist so eingefügt, nachhinein. Genau, Penis. Einfach so. Genau. Das ist genau. Läuft. Ist das hier die Wüste? Nee, ne? Das ist das Fallout-Gebiet. Wenn du so möchtest. Wir wollen halt wirklich in die Wüste. Da müssen wir die, was waren das? Yucca-Pflanzen oder Fieberpflanzen? Ach, wir sammeln einfach beides. Einfach Kakteen. Einfach weiterlaufen, haltet euch nicht auf, wir haben keine Zeit für die. Aber der hat ein Hawaii-Hemd an. Na ja, gut. Was machen wir nochmal in der Wüste? Ich hab's vergessen. Wir sammeln Kakteen, wir wollen eine Armbrust haben. Ach, ist ja schon da. Naja, und Sand, wir brauchen jede Menge Sand. Alles klar,